Einen wunderschönen und willkommen zu einer neuen Bestellung. Und zwar bei Wok to Wok. Und zwar chinesisch. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich hier wieder die Liste einblenden. Schaut ihr euch mal an. Und ja, wir gucken mal rein. Gucken, ob keiner guckt. Wir haben ja eine Cola, habe ich mal so bestellt. Jetzt nichts Weltbewegendes. Eine selbstgemachte Limonade, da bin ich gespannt. Also hausgemachte Limonade. Dann gibt es hier so ein bisschen Servietten. Ich habe übrigens den einen Tag bei Eat Well bestellt. Das habe ich übrigens nicht aufgenommen. Wenn ihr das mal sehen möchtet, Eat Well, richtig, also ist richtig geiles Essen, richtig geile Alternative zu diesem Burger Food und so. Wirklich geil. Wenn ihr das mal sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es gibt eben auch mal Situationen, wo ich einfach bloß essen will und nicht jeden Scheiß reviewen will. Trotzdem, wenn ich mal Bock drauf habe, dann ich glaube, ich werde es so oder so machen. Ja, wir haben ein Wok to Wok und wir haben Röstzwiebeln. Digga, was ist hier alles drin? Röstzwiebeln und das ist... Bro, was ist das? Was ist das denn? Das sieht aus wie... Das sieht aus wie gesammelte trockene Haut oder so. Ich will jetzt das Essen ja nicht schlecht reden. Ein paar Holzgabeln. Digga, was ist das? Und ja, das werde ich jetzt essen. Also, wir werden es so machen. Zweimal Sojasauce noch. Wir werden es so machen. Wir gucken da kurz rein. Und das andere werde ich essen. Weil das gibt es dann heute Abend. So. Bang. Boah. Junge. Einnudeln, Hähnchen, Sesam, Frühlingszwiebeln. Boah, guckt euch das mal an. So, es kommt noch komplett heiß an. So sieht das Ganze aus. Ja gut, ich werde es mal probieren, oder? Dafür ist ja das Review da. So, hier steht nochmal der Laden. Auf Malta übrigens. Ich bin hier. Auf Malta, nirgendwo anders. Vor allem richtig geil geschnitten. Oder sind die nur so lang hier? Man weiß es nicht. Das sind die Eiernudeln. Wir hauen mal rein. Und kleben ein bisschen so komisch. Aber okay. Da fehlt ein bisschen Zunder. Ein bisschen Sojasauce oder so. Dann haben wir hier so ein Hähnchenstück. Junge, das Fleisch ist mega weich. Feier ich. Hier noch so ein Stück Frühlingszwiebel. Ein bisschen Paprika ist noch mit drin, Sesam, Hähnchen. Mega. Gut. Schreibt es mir in die Kommentare, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Wow. Das ist Fisch. Stimmt, in diesen China-Restaurants gibt es immer so ein bisschen Fischkram, ja? Das hat ein richtig hartes Fischaroma. Ich würde sagen, das lasse ich weg. Ich denke nicht, dass es scheiße schmeckt oder so, aber ich denke, ich lasse es weg. Röstzwiebeln haben wir noch. Ja, ich packe erstmal die Gabel beiseite. Es tut mir leid, in letzter Zeit ist viel stressig alles ein bisschen. Gibt viel zu tun und so, aber ich gucke, dass ich immer mal noch ein paar Reviews baller. Ich habe auch schon ein paar pre-recorded, also es kommt definitiv irgendwie irgendwann irgendwo was. So, kommen wir zum... Oh, das sieht geil aus, Alter. Meine Güte. Tag. Hier ist der Inhalt. Tut mir leid, wenn es ein bisschen laut ist. Hier ist... Die Insel steht einfach nie still. Ja. Da haben wir... Donbury, keine Ahnung, so heißt glaube ich das Gesamtding. Dann haben wir Hähnchen, Süß-Sauersauce, eine Gabel gibt es oben drauf und Soja, Soße. Meine Güte, Freunde. Eieieiei. Sesam, Ei, Hähnchen, Süß-Sauer, boah, fragt mich nicht, Reis. Hier noch so ein bisschen Salatzeugs.
Ja. Frau Bohnen haben wir noch da. Es riecht, oh ja, es riecht hart nach diesem Sesam. Ich meine, es ist auch nicht gerade wenig drauf, ja. Und eben dieses Chinesische, was man auch so aus Deutschland kennt, was es so angeboten gibt. So dieser Geruch ist auf jeden Fall da. Feier ich. Und das so mit einem Ei und sowas, also richtig geil. Gehen wir mal in die Probe rein hier. So ein Stück Ei mit Sesam und Co. Ja, ich hätte noch ein Messer. Ja, ich hätte einfach ein Messer nehmen sollen. Scheiße, rum drauf. Hier ein paar Bohnen noch mit dran. Geil, Alter. Auch mit diesem Reis hier. Ich werde mir das so ein bisschen mischen. Ein bisschen Sojasauce drauf kloppen. Hier haben wir das Hähnchen. Ja, ja, ja. Junge, diese Süß-Sauer-Soße ist einfach eine Legende. Also die kenne ich aus Deutschland schlechter, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist wirklich mega lecker. Hier haben wir so ein bisschen Ei. Oder ist es Salat? Ne, es war Salat. Sah so ein bisschen aus wie so gekochtes Ei. Boah, aber das Hähnchenzeug ist echt mega. Also auf jeden Fall besser als irgendein scheiß Burger oder Pizza oder so. Ein Burger und Pommes oder was weiß ich. Ich denke, das ist auch eine sehr gute Alternative hier. Und ich werde mir jetzt die Sojasauce auf den Reis feuern und habe somit dann noch die Süß-Sauer-Soße im Hähnchen. Freunde, wir testen noch die hausgemachte Limonade. So, das ist die hausgemachte Limonade hier mit Dings. Also man kann hier einen Strohhalm reinstecken, aber Strohhalm ist jetzt nicht dabei. Das sieht aus wie Wasser, Digga. Das sind Zitronen. Guck mal rein hier. Sieht komisch aus, ja. Ich würde sagen, so diese Restdinger, die da so sind, ist so ein Stück so Zitrone irgendwie. Vielleicht auch ein bisschen Ingwer mit drin. Ich habe keine Ahnung, was da drin sein könnte. Wir probieren es aus. Ich hoffe, es schmeckt. Wir schauen mal. Wo ist eigentlich der Fokus richtig? Na dann, Freunde. Vor allem sifft dieser ganze Becher durch. Das dauert wirklich nicht lange, bis das hier alles ausläuft, glaube ich. Bin gespannt. Ne, es ist eher süßlich. Ich hätte gedacht, so ein bisschen Ingwerstich, oder? Oh, doch. Doch, ich glaube. Oh, doch. Zitrone, Ingwer und irgendwas Süßes. Würde ich behaupten. Mega lecker. Ey, das schmeckt richtig gut. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von so Ingwer-Gesiff, weil das eben. Es hat so eine ganz komische Schärfe. Ich meine, scharfes Essen ziehe ich mir auch ab und zu mal rein. Aber das hat wirklich dann immer so eine komische Schärfe, dieses Ingwer. Aber da ist die Kombi wirklich gut gewählt und auch ein bisschen süßlich. Und von daher finde ich es echt gut. Also das ist sehr trinkbar. Freunde, dennoch würde ich sagen, wir haben alles durch soweit. Ja, es ist alles erledigt. Wie gesagt, ich zeige euch nochmal in den nächsten Videos irgendwann mal eine Bestellung bei Eat Well. Mit auch richtig geilem Punjabi-Hähnchen nennt sich das Ganze, mit Salat und sowas. Das ist auch mega geil, auch mit Kalorienangabe sogar. Also das ist eine sehr gute Alternative zum zu Burger-Pommes, ihr wisst Bescheid. Und man kann auch mal ein bisschen auf die Kalorien achten, weil es wird nicht weniger, es wird eher mehr bei mir. Und somit würde ich sagen, haben wir auch gute Alternativen am Start. Also Malta ist wirklich edel und das Ganze ist in 20 bis 30 Minuten bei dir zu Hause vor der Tür, wenn du sehr zentral wohnst. Und das ist wirklich Bombe. Freunde, danke schön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Review, was auch immer kommen wird. Bestimmt E-Duell. Bis dann. Tschüss, Chausen, haut rein. Ich hau auch rein.